Es ist jetzt schon eine kleine Zeit her, dass ich das Video gemacht habe. Ich möchte in den nächsten 40 Tagen auf Süßzeug verzichten. Die Fastenzeit beginnt schon sehr bald. Und die letzte Woche, die letzten 10 Tage habe ich so ein bisschen beobachtet, wie ist es eigentlich mit meinem Verhalten von Süßkram? Und wie definiere ich das Süßzeug, auf das ich verzichten möchte? Ich habe ja schon festgestellt, dass ich gerne mal ein bisschen was abends esse, so ein Stückchen Schokolade. Oder hier mal so ein bisschen Gummitiere auch. Und gerade wenn ich viel arbeite und wenig gegessen habe, habe ich so einen Heißhunger auf irgendwas Süßes. Und dann greife ich auch zu. Ja, mache ich. Und ich bin schon sehr gespannt, auf welche Grenzen, Hindernisse ich in dieser Fastenzeit komme. Weil wenn ich dann abends jetzt zum Beispiel sage, okay, ich esse ein Eis mit meiner Frau. Nein, tabu, geht nicht. Esse ein Stück Schokolade. Nein, geht nicht. Bin irgendwie unterwegs und jemand bietet mir was an. Nein, geht nicht. Wie reagiere ich darauf? Wie fühle ich mich dann auch? Und wie leicht wird das dann sein? Hast du dir überlegt, was du machen möchtest in deiner Fastenzeit? Auf was du verzichten möchtest? Vielleicht Alkohol? Vielleicht Brot? Vielleicht Milch? Auch da, ich habe immer wieder spannende Diskussionen über dieses Thema, weil ich das natürlich auch weiterbringe an meine Kunden, an meine Bekannten und Freunde. Und die sagen, oh, ich kann mir das nicht vorstellen, ich brauche das und ich brauche das und ich brauche das und ich brauche das. Für mich weiß ich dann immer sofort, ich brauche das. Das ist so ein Zeichen, ich kann davon nicht loslassen. Und ich finde diese Fastenzeit einfach eine schöne Zeit, diese 40 Tage, zu sagen, ich verzichte darauf, ich lasse das einfach los. Geschichtlich gesehen in der Bibel war das eben so, Jesus ist in der Wüste gewesen, hat gar nichts gehabt. Und eben 40 Tage auf alles verzichtet. Ja, auch durchaus hat er einige Halluzinationen bekommen oder irgendwelche Erleuchtungen etc. etc. Aber das ist eine andere Geschichte. Mir geht es in erster Linie darum, eben meine Komfortzone zu erweitern. Weil natürlich jedes Mal, wenn ich an so eine Blockade herankomme, dann weiß ich, wow, jetzt habe ich die Zeit oder die Möglichkeit, was zu lernen, weiterzukommen. Und das finde ich schon spannend. Aus diesem Grund werde ich jetzt die nächsten 40 Tage auf Schokolade, auf Eis, auf Gummitiere, auf alles, was irgendwie hergestellt ist aus Zucker, verzichten. Es gibt Dinge, auf die, wo Zucker auch mit drin ist. Das ist zum Beispiel Gemüse, das sind Früchte. Allerdings ist es da so, das ist einfach ein Komplettpaket. Es gibt auch da noch auch auf Marmeladen werde ich verzichten. Das ist auch so ein bisschen eben dieses zusammengestellte Zuckerzeug. Was ich noch weitermachen kann und was auch gut ist, ist reiner Kakao. Ohne irgendwelche Zuckerzusätze. Da ist nämlich in der Hinsicht wenig drin. Was das auch ganz unterstützt, ist natürlich wieder Zimt. Zimt ist eine schöne Sache, das noch weiterzumachen. Also alles, was zusammengemixt wurde aus Zucker, ist tabu. Und das 40 Tage. Ich bin gespannt, werde dich auch da wieder auf dem Laufenden halten, wie es mir damit geht, welche Erfahrungen ich von Freunden auch wieder gehört habe, die auch in dieses Projekt einsteigen werden. In diesem Sinne, wenn du Ideen hast, Fragen hast, mehr wissen möchtest über Fasten oder was kann ich machen, um einfach mal auf etwas zu verzichten, dann freue ich mich, wenn du mir eine E-Mail schickst. Und auch ich bin auf Facebook zu finden und da kannst du mir gerne deinen Daumen hoch geben. Die andere Sache ist natürlich auch noch diesen YouTube-Kanal. Ich freue mich, wenn du ihn abonnierst und ich dich mit weiteren kleinen Videos zum Thema Gesundheit, Bewegung und einer vielleicht alternativen Lebensweise einladen kann. Bis dahin, dein Coach Andi.